Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort. So, im letzten Part haben wir hier ja ordentlich Deko in den Stall gepackt. Wir brauchen hier noch Fenster, ne? Dieser Stall hat keine Fenster. Wir brauchen zu der Seite raus noch Fenster. Da ist es ja sehr offen, da müssen wir also keine Fenster reinmachen. Wir haben hier auch noch keinerlei Licht oder irgendwas drinnen, ne? Machen wir noch alles. Besorgen wir noch alles. Okay, das finde ich jetzt hier eigentlich ganz nett. Wie gesagt, so ein Wassereimer, ich glaube, dass der da auch total gut wirken kann. Gib mir den mal, ich will das mal ausprobieren. Ja, das sieht doch auch gut aus, oder? Das Ding ist nur, wir haben natürlich hier die Wassereimer. Ich will dann nochmal eben schnell gucken. Ihr beiden, lasst mich hier mal rein. Ich bin am überlegen, ob es nicht doch besser wäre. Schubst doch bitte nicht so. Wenn wir eventuell... Das hat eine gute Höhe hier. Hier einen Kessel reinpacken für Wasser. Oder doch einen großen Eimer hinstellen. Okay, wir probieren das einfach mal aus. Geh doch mal mir aus dem Weg. Hab ich denn die Eimer jetzt dabei? Nö, natürlich nicht. Da sind die Eimer. So, Wasser. Wasser haben wir unten. Finn fängt jetzt auch das Schubsen an. Also, ich finde das nicht nett. Alle schubsen sie nicht. Warum habe ich denn eigentlich so wenig, Herzen? Wer hat mir meine Herzen geklaut? So, hier runter. Einmal Wasser holen. Drei Eimer. So, wir können das eigentlich mal hier machen. Dann würde ich nämlich das da wegnehmen und den Eimer so platzieren. Ich weiß noch nicht, ob das dann wirklich toll aussieht oder ob wir alles auf den Boden stellen sollen. Das war so schön, das hat mir alles so gut gefallen. Dann sieht das hier nach außen, sieht das total blöd aus, ne? Okay, also wir machen das wieder rückgängig. Wir machen das wieder so. Und... Ne, das funktioniert nicht. Und wenn wir jetzt den Eimer da so hinstellen, das sieht doof aus, ne? Ja. Das sieht wirklich doof aus. Ich überlege gerade... Nee. Da müsste schon so ein kleiner Eimer jetzt hin. Also der hier quasi wieder. Ja, okay. Egal, wir können für draußen dann ja einfach andere Eimer noch besorgen. So, hier stellen wir dann auch noch, also hier stellen wir einen Eimer hin. Und hier haben wir die Bürste. Was könnte man hier denn noch drauf packen? Ich weiß gar nicht... Ist es eventuell möglich, ich weiß, das ist nicht gesund, aber ist es eventuell möglich, Zuckerstückchen zu platzieren? Das wäre ja eigentlich auch noch eine nette Sache. Ich würde jetzt zwar nicht unbedingt Pferden tatsächlich im Real Life Zuckerstückchen füttern, aber als kleines Gimmick hier sieht das bestimmt ganz nett aus. Wir können mal schauen oder wir legen tatsächlich einmal Getreide hin. Ich weiß nur nicht, wie verrückt die Pferde dann reagieren. Das wäre ein bisschen ärgerlich, wenn die dann so durchdrehen. Okay, wir wollten aber hier eigentlich geh doch mal bitte weg. Hier schauen, wie wir das machen. Ob wir... Ich habe das Getreide doch dabei... Ach. Ja, nee. Mhm. Funktioniert nicht mit den Dingern hier dran. So. Ja, geht's jetzt? Lässt du dich jetzt auch vertreiben? Nee, noch nicht. Okay, ach dann... Bleib doch da. So, dann das Dings weg. Aber die Mauer würde ich eigentlich schon fast lassen, oder? Aber es geht da nicht. Dann hoch. Kriegen wir das da nicht ganz zu. Moment mal, Behutsamkeit. Da.
So. Ja, so nehmen wir's. So machen wir's. Ne? Ja. Ja. Hier haben wir das und das. Und das. Ich denke, dann sind die Boxen jetzt auch erstmal fertig. Ich habe gerade überlegt, ob man noch irgendwie Heu mit platzieren kann. Aber das wird am Ende einfach zu viel. Deswegen lassen wir das jetzt. Genau. Ja, und hier, was legen wir da hin? Wir probieren das mit Zuckerstückchen dann mal aus. Wir machen jetzt aber erstmal hier die anderen Boxen auch alle mal fertig. So, dass es halt nachher auch wieder alles einheitlich ist. Und wir uns um andere Dinge dann kümmern können. Da hatten wir dann alles zugemacht, ne? So. Hallo, komm her. Okay, wie hatte ich das denn da gemacht? Da hatte ich einfach Halbstufen runtergepackt, ne? Da machen wir da den ganzen hin. Das drüber. Ach so. Ja. Okay. So, kapiert. Obwohl wir die eigentlich wegnehmen könnten, dann haben wir noch ein paar Stufen über und wird es an der nächsten Box ein bisschen einfacher. So. Dann das. Dann haben wir noch die Regale, die Bürste, Sattel und eine Leine. Ja. So, hier haben wir ja, da brauchen wir nichts an der einen Wand ändern. So, dann nehmen wir das raus. So. Auch hier kommen natürlich Regale dran. Bürsten haben wir jetzt keine mehr. Müssen wir gleich nochmal holen. Da hatte ich ja nicht so viele gemacht. So. Und so. Genau. Ich finde, das wirkt schon ganz gut. Wir müssen jetzt so irgendwas finden, was wir hier auf die Regale stellen können. Denn die Sachen hier funktioniert ja nicht. Dann drehen die ja da völlig durch. Ja. Mal gucken, vielleicht finden wir da noch irgendwas. Da vorne haben wir noch eine Box, die noch fertig gemacht werden muss. So. Nein, ach, nicht das Regal hier hin. Es ist im Eimer. So. Zack, zack. Und dann haben wir noch genau 4 über. Dann passt das hier nämlich alles genau. So, Leine und ein Sattel. Und da kommt dann noch die Deko drauf. Und das machen wir bei denen hier natürlich nicht. Na, also da, das lassen wir. Oh, du hast versucht abzuhauen. Boah. Okay, also hier denke ich, können wir das alles soweit lassen. Hier würde ich gerne noch ein bisschen, auch ein bisschen Deko reinmachen. Vielleicht einen kleinen Baum oder so. Also, dass es nicht so ganz kahl aussieht. So, genau, einen Apfelbaum wollten wir ja nehmen, ne? Gut, das haben wir jetzt alles fertig. Ich nehme mal die Werkbank hier weg. Was ist da drinne? Nix. Was ist da drinne? Ach, die Kataloge und so, genau. Ich würde mal eben das Zeug da lassen, was ich jetzt nicht unbedingt mitschleppen muss. Genau, so. Halt, haben wir da schon die Scheiben haben wir hier noch gar nicht drin. Die müssen wir noch eben machen. Da. Haben wir da schon Scheiben? Ja. Und hier? Ja. Nee. Da sind noch keine Scheiben drin. So. Aber jetzt. Also haben wir Scheiben, Regale, Scheiben, Regal, Scheiben, Regal.
Was machen wir hier? Sollen wir da auch Scheiben reinmachen? Fände ich ja schon schön. Also es würde mir ja schon gefallen, hier dann eben auch Scheiben reinzumachen. Eins. Oh. Ja, wir haben aber nur noch eine. Können auch gerade gar keine machen. Dann mache ich hier noch mal kurz zu. Und dann bringen wir gleich noch mal Scheiben aus dem Lager mit. Also, wir gehen holen. Irgendwas, was wir auf die Regale packen können. Eimer, Bürsten. Eins, zwei Bürsten, vier Eimer. Waschzeug. Waschzeug, Eimer, Bürsten. Dann so eine Hake. Und Glas, Glasscheiben. Glasscheiben. Gucken wir mal. Glasscheiben können wir ja nicht färben. Aber Glas. Und braun haben wir entweder hier oder unten. Oh, wir haben braun hier schon einiges. Das ist okay. So, mal eben schnell braunes Glas machen. So, kriege ich genug Scheiben raus. Das reicht auf jeden Fall. Dann können wir das hier eigentlich schon wieder hier lassen. Noch irgendwas, was hier bleiben kann? Ich glaube, das eine kann auch hier. Ach, das kriege ich hier gar nicht unter. Stimmt, ja. Den Rest nehmen wir mit. Und das. Zack. So. Dann brauchen wir jetzt Eimer, habe ich gesagt. Und Bürsten. Zwei Bürsten waren es noch und vier Eimer, ne? Küche. 1, 2, 3, 4. Vier Eimer. Wischmopp nehmen wir auch mit. Ein Besen. Ein Wischmopp ist vielleicht nicht so richtig. Ein Besen wäre toll. So, dann gucken wir nochmal bei Garten. Garten. Was haben wir denn hier jetzt noch? Da müsste irgendwo eine Hake oder sowas sein. Hier, ein Rechen. Den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und die Schubkarre haben wir ja. Genau. Ich glaube, das reicht dann. Wir haben das für drinnen, das ist auch, das ist da. Die Schubkarre haben wir. Dann brauchen wir noch irgendwas, was wir auf die Regale tun können. Im Stall da. Unter Markt vielleicht, genau. Und wir nehmen eine Kiste Äpfel mit und wir nehmen eine Kiste Karotten mit. Die können wir da doch ganz gut draufpacken. Ja, doch, das sollte jetzt erstmal reichen. Okay, das haben wir. Dann können wir den Rest fertig dekorieren, denke ich. Das sollte also dann hinhauen. Glas habe ich, das wollte ich holen. Zaun. Wir nehmen schon mal Fichtenzaun mit. Das, was wir hier haben, ist das Fichte. Ja. Das nehmen wir mit. Tore haben wir hier keine. Die haben wir, glaube ich, drüben. Das reicht. Setzlinge. Setzlinge. Habe ich einen Apfel dabei? Nein. Setzlinge. Setzlinge. Da. Und, dann brauchen wir noch ein paar Äpfel. Ich hatte doch, die hatte ich im Haus gelagert, die Äpfel, ne? Ja, ist nicht so schlimm. Nehmen wir uns eine neue mit, von hier brauche ich auch so gar nichts. Die müssen wir auch unbedingt mal aufräumen, die Kisten, die da so rumstehen, die müssen eigentlich dann auch mal weg. So, dann, ernten wir hier einfach mal ein paar Äpfel ab wieder. Und dann passt das. So, okay.
dann wieder weiter. So, wir machen jetzt auf jeden Fall in diesem Part, und wenn das 3 Stunden dauert, nein, so lange dauert es ja nicht mehr, machen wir jetzt den Stall von innen mal fertig. Und im nächsten Part gehen wir dann an die Weiden, dass wir mal was anderes sehen. Weil so langsam kriegt man den Koller. So, Bürste, genau, Eimer. Eimer ist da. Eimer, Bürste, Eimer. Das fällt immer so halb runter, aber das sind einfach die Regale, die halt so ein bisschen schmal sind. So, okay. Haben wir, aber die würde ich gerne ein bisschen anders hinlegen. Genau. So, das haben wir. Dann den Besen. Ja, total cool. Also ich finde, das macht sich total gut. Diese Deko. So, dann einmal hier Äpfel drauf und da einmal die Karotten drauf. Und da finde ich, sieht das schon sehr cool aus mit den Regalen unter. Okay, haben wir. Also ich denke, hier haben wir genug Deko. Wir hätten jetzt noch einen zweiten Besen hier nebenstellen können, aber ich denke, das muss nicht unbedingt sein. Ich glaube auch, dass der zweite Wassereimer hier einfach überflüssig ist. So reicht das aus. Denn das ist ja im Prinzip für den Boden und das dafür die Pferde dann. Einen Heuhaufen und würde ich jetzt nicht unbedingt hierher packen, aber vielleicht könnte man den Rechen hier herstellen. Und hier eventuell einfach Getreide nehmen. Das sieht ja doof aus. Das sieht ja mal richtig doof aus. Ja, und die Schubkarre passt einfach nicht hier rein. Das ist ein bisschen... Die ist ein bisschen groß. Die müsste man so in den Weg stellen. Also hier irgendwo hin. Weil ich glaube auch, wenn ich die... Oh, wenn ich die gerade stelle, geht's. Muss ich mal kurz den Rechen wegnehmen. Also wenn ich die so gerade hinstelle, dann funktioniert das doch ganz gut. Das ist doch okay. Ja, nur mit dem Rechen funktioniert das dann nicht so. Den müssen wir hier hinstellen. Ist das so okay? Ich denke, ne? Das können wir erstmal so lassen. Okay. So, dann haben wir noch... ach, ich habe das Glas noch mitgenommen. Das hätte ich auch auspacken können. So, jetzt haben wir hier noch das Stückchen, was noch gemacht werden muss. Huch. Hallo. Zack. Und ich glaube, dass... Stückchen Mauer, da können wir rausnehmen. Da machen wir auch Holz rein. So. Genau. Okay, so sieht's doch ganz gut aus. So kann man das lassen. Wir brauchen jetzt noch ein paar Stufen. Habe ich denn die Werkbank? Habe ich dabei. Und zwar einmal, um hier einen vollen Block draus zu machen. Da sieht das besser aus. Wir gehen da mal rein und gucken. Das ist okay. Das ist wirklich okay so. Na, ihr zwei, ihr braucht dringendst einen Baum hier. Deswegen machen wir uns jetzt einen Apfelbaum. Und den stellen wir hier hin. Ich habe natürlich keinen Knochen mehr mitgenommen. Ich hoffe, der wächst von alleine. Ihr müsst dann nur wegbleiben. Ne? Also, ihr müsst da wegbleiben vom Baum. Ja, Divina, am besten gehst du rein. Milo, du auch. So, geht mal. Weil sonst, wenn der Baum wächst, dann steht ihr da drinnen und dann tut das weh. Denn auch die NPCs sind nicht wirklich unsterblich. Also die können auch sterben und Schaden bekommen. Ich finde das nicht gut mit dem Baum da. Das liegt mir irgendwie schwer im Magen. Na gut, egal. Aber der muss jetzt ja da wachsen. Das weg, dann machen wir hier jetzt noch eben den Eingangsbereich fertig, so wie es gedacht war. Und dann vermehren wir unsere Pferdchen. Wir haben gar keinen Stall mehr hier. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht.
Also bin ich mir so überhaupt nicht sicher, wenn wir hier Holz untermachen. Ich glaube, da, also in diesem Eingangsbereich würde dann doch, das müssen wir wegmachen, Stein besser wirken. Also bin ich von überzeugt. Aber wir machen das erstmal fertig und dann gucken wir mal. Ja, also da brauchen wir Stein. Habe ich Behutsamkeit dabei? Ja, wir haben doch hier irgendwo Stein gehabt, oder? Ich hatte doch gesehen, dass der... Ah, hier. Das reicht ja schon. Mehr brauchen wir ja gar nicht. So. Perfekt. Dann was essen. Und dann schnappen wir uns einen leeren Tierkatalog. Die Sattel packen wir dann hier nochmal in eine gesonderte Kiste, denke ich. Für die Pferde, die dann draußen gesattelt werden. Das war beschrieben oder war der leer? Ah, die waren leer. Okay, dann waren die beschrieben. Dann haben wir jetzt ja für zwei. Das war Emma. Also Pferd, ne? Dann Emma. Weiblich. Und den Geburtstag, keine Ahnung, nehmen wir mal den 20.03.16. Geburtsort ist unbekannt. Sie hatte ich auch geschenkt bekommen, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich weiß aber nicht mehr von wem. So, Kinder haben wir ja gesagt, nehmen wir raus. Ah, nein, das war zu schnell. Genau, also Amber, Emma, Pferd Emma. Okay, Namensschild hätten wir auch noch gebraucht, ne, um das Fohlen dann umzubenennen. Okay, gehen wir schnell eins holen, beziehungsweise wir machen erst das Fohlen, damit wir wissen, wie das aussieht, damit wir wissen, welchen Namen wir nehmen. So, einmal Fleur und Emma bitte. Eltern, also Vater ist, wir können schon mal das aufschreiben, Fleur. Mutter ist Emma. Kinder nehmen wir raus. Geburtsort ist es Resort. Geburtstag ist der 3.6. Wir haben heute den 3.6. 17, ab, wir schreiben 2017. Ich glaube, das haben wir bei den anderen auch immer gemacht. Geschlecht weiß ich noch nicht, Art ist aber ein Pferd. Hoffe ich doch. So, hallo, was haben wir denn da für einen süßen kleinen? Oh, bist du süß. Du bist ja getupft. Du bist ja getupft, okay, da machen wir einen Junge draus. Ich weiß nicht warum, aber mir ist sofort ein Junge eingefallen. Und zwar würde ich da den Namen nehmen. Weil du getupft bist und nach Sterne aussiehst, würde ich den Namen von Justine nehmen, und zwar Sky. Den nehmen wir jetzt mal. So, dann können wir das auch schon eintragen. Sky. Und er ist dann männlich. So. Okay. Jetzt sollte ich aber hier Leute... Nein, Pferde, nicht Leute aus der Box rausholen. Ich werde Fleur mal aus der Box holen. Und mal hier hinten erstmal reinstellen. Bis wir... Obwohl... Zu dritt? Ne, zu dritt ist übel, ne? Ja, zu dritt ist übel. Ich hol Fleur da raus, das ist zu viel. Viel zu viel. Dann können wir eigentlich Fleur auch gleich nehmen und mal eben kurz runterreiten ans Tor und das Namensschild holen. So. So, okay, das hat geklappt.
Dann gehen wir eben schnell das Namensschild holen für Sky. Und dann haben wir wieder ein neues Fohlen. So. Sky. Die Tierkataloge muss ich dann auch mal umbenennen. Die müssen dann auch wieder ins Archiv erstmal. Also ins die Futterbox, Futterhaus. Ich habe gerade irgendwas eingesammelt. So, die Box ist noch frei. Da kannst du jetzt erstmal rein. Ich würde ihn dann einfach immer holen, wenn wir ihn brauchen. Ich ihn dann einfach immer zur Stute bringen. So, Sattel haben wir alle hängen. Genau, die hängen alle. Wo ist denn unser Sky? So. Willkommen, Sky. Müssen wir dann noch zähmen, darf man nicht vergessen. So, dann die Bücher können wir dann auch wieder hier reinpacken. Die sind dann ja nun fertig. Ich habe hier noch eine Truhe mit, also eine Truhe, die wir noch hinstellen könnten für die Sattel und Leinen und so. Finde ich irgendwie doof, dass wir da das noch machen müssen. Vielleicht könnte man hier einfach noch einen kleinen Schrank hinstellen, in Form von Storage Drawn irgendwie, und machen da dann die Sattel rein. Und die Leinen, dass man da einfach genug hat. Wir haben sowieso nicht genug Leinen und Sattel und so, die müssen wir dann auf jeden Fall nochmal kaufen gehen. Ich würde jetzt aber erstmal den Part beenden. Wir sind ja soweit fertig mit dem Stall. Naja, da hinten den Ausgang noch. Aber innen drinne ist ja soweit eigentlich alles fertig. Müssen hier mal schauen, ob wir da noch Lichter reinmachen oder eventuell ein paar Fenster. Das sehen wir dann. Okay, dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden und im nächsten sehen wir uns dann wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.